Das Schwarzauge. Satin aufs Ketten. Komplettlösung. Tja, also mir gehen auch hier gerade wirklich die Optionen aus. Ich habe schon, wüsste nicht, was ich noch nicht probiert habe. Tja, ich nehme ja Komplettlösung wirklich nur im letzten, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Da sind wir. Das zerborstene Rad haben wir schon repariert. Softlock oder was? Dahinter findet ihr einen Puppenkopf und einen Lappen, füllt Magnesiumpulver an den Puppenkopf und stopft das Hals von den Lappen zu. Nehmt die Leiter, die rechts an der Wand lehnt, stellt eine Dachluke und klettert nach oben. Haben wir alles gemacht. Im Dachluke aus beobachtet Giron den Mord an Isilda. Kaitun versucht nun euch in den Wagen zu langen. Schon rüttelt an der Tür, klettert nach oben und werft den Puppenkopf in das Lagerfeuer. Tja, scheiße. Ach so, ja natürlich. Daran habe ich nicht gedacht. Das ist natürlich. wir haben natürlich hier einen Zauber, der hier den Puppenkopf zerstören kann. Sei ein einziges Mal nützlich. So mit unserer Kraft. Butsch, haben wir die erste Kreatur zerstört. Ja, schön, aber. Damit man noch eine Kreatur, die dort an der Tür klopft. Ja. Sie ist tot. Ja, also. So, der erste Kreatur ist ausgeschaltet, öffnet nun die Vordertür, löst die Bremse, nimmt die Peitsche und treibt das Pferd voran. Okay, das geht nun oder was? Ah ja, okay, jetzt können wir da raus. Die andere Kreatur, die könnte nicht rumkommen und. Ach komm. Die Magierin hätte man nicht retten können. Nee, irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund haben wir die nicht retten können. Jetzt schnell. So. Peitsche. Ist nicht vorgesehen, dass wir die retten. Laut Komplettlösung. Also nicht. Ich schaffe das. Los, Jot. Auf geht's. Oh nein. Zu Hilf. Okay, sie hat selbst geschafft. War es nicht das Schicksal, das ihn trieb? Der Seher hatte sie aufgespürt. Für den Augenblick waren sie ihm entkommen. Doch seine Kreaturen würden nicht ablassen, sie zu jagen. Wer sollte ihnen jetzt helfen? Wenn die Harfe des Sehers erklingt, wird Andergast untergehen, hatte Gwendlyn gesagt. Und die Fee ist der Schlüssel. Geron musste mehr über all das herausfinden. Der Feenforscher blieb seine einzige Hoffnung. Nuri am Leben zu lassen, war richtig gewesen. Davon war er fest überzeugt. Selbst seine dunkelsten Träume offenbarten ihm nicht, welches Leid diese Entscheidung bald über seine Heimat bringen sollte. Aber hätte er wirklich anders entschieden, wenn er es gewusst hätte? Wer weiß. Und dir geht es auch wirklich wieder gut? Frag nicht dauernd. Ich bleibe nicht im Wagen. Seit Tagen war ich da drin.
Und die bleichen Männer verfolgen uns auch längst nicht mehr. Also schön. Aber über deine Zauberei unterhalten wir uns noch. Schau, ein Mensch. Du kannst sie nicht in mich einsperren. Auf der Flucht, Augenschaft erhalten. Auf der Flucht. Hör mal. Wie geht es dir? Ich bin traurig, dass Isida fort ist. Hoffentlich finden diese Schrecken bald ein Ende. Darum suchen wir den Feenforscher, um zu verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Was war das für ein Zauber, mit dem du uns gerettet hast? Es war die Macht des Mondlichts. Für die traurigen Feen ist es wie Feuer. Sie brennen darin. Aha. Was meinst du mit traurige Feen? Ich habe gespürt, dass sie einst waren wie ich. Und jetzt sind sie traurig? Sicher. Wenn eine Fee alle Zauberkraft verliert, stirbt sie nicht, sondern wird von Dunkelheit verschluckt. Dann ist sie sehr traurig und kann nie wieder lachen. Für mich waren das gemeine Unholde, die Isida auf dem Gewissen haben. Sie sind trotzdem traurig, glaube mir. Das können sie ja sein. Macht's nicht weniger gefährlich. Deine Magie ist auch für dich tödlich, nicht wahr? Du wärst daran selbst fast verbrannt. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Danke, Nori. Und was jetzt? Warum dienen diese bösen Feen dem Seher? Er muss sie verzaubert haben. Und jetzt lass das Thema sein. Ich werde sonst auch noch ganz traurig. Ja. Wir benötigen genug Ausrüstung, bevor wir weiterreisen. Das ist in Ordnung. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen. Gut. Ende. Lass uns später weiterreden. So reden wir mit dem Ritter Zwondold. Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Was denn für ein Mann? Ich bin Bogomil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Ich bin Nori. Das ist mein Freund Geron. Nori also. Ein ungewöhnlicher Name. Aha, was treibst du hier? Was verschlägt denn einen Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Tja, Molly kennt ihn. Zur Erklärung, Molly hat das Pen and Paper dazu gespielt. Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein. Der Zehntel von seinem Paper. Muss er hier vorbeigekommen sein? Na dann auf zu Gram. Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen, hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Dunklerwaren verkaufen, also. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Ja. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Scheinbar weißt du ja auch nicht, wie es weitergeht. Konntest mir gerade nicht helfen. Gerade im Wagen, als wir entkommen mussten. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was aber euren... Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir... Dann sage ich...
Okay, das hatten wir schon. Wir müssen uns einen Preis überlegen. Und mit dir. Falls wir den Hut verkaufen wollen. Oha, hier sieht's ja schlimm aus. Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Er ist ja auch tot. Schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. Die Puppen bringen eh nichts mehr. Eine Zinnflasche. Okay. Trommelschläge. Können wir vielleicht irgendwo für gebrauchen. Ein paar Züge. Wir haben die Gauklerin zu den Viechern geschubst, ihren Wagen geklaut und haben in ihrem Bett gepennt. Ah, sehr vorbildlich. Ich habe es wenigstens versucht zu retten. Ich nehme einfach alles. Moralisch im Vorteil. Okay, ich nehme einfach alles mit. Können wir irgendwas kombinieren? So wird das nicht. Kombiniere alles mit allem. Hatte schon. Nein. Das geht so nicht. Kein Schlecht. Das ist kein. Okay, das hilft nicht. Können wir das Pferd erdurchen? Nee, können wir nicht. Hier im Gebirge schreckt so eine Glocke doch meilenweit alle Vögel auf. Mhm. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Sonderbar. Mit einem schnöden. Okay, das hatten wir schon. Fensterläden, wir sind zugeschlossen. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. Oh, Zwergen. Wir werden hier noch Zwerge sehen. Hurra. Na, da bin ich gespannt. So, nu. Unerreichbar. Vielleicht können wir. Hat ja schon mal geklappt. Mein Arm ist zu kurz. Im langen Ding da hoch. Die Lanze klauen, dann damit die Blumen runterholen. Okay. Den Wagen müssen wir irgendwie andrehen. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine 2 Tage. Okay. Wo kriegen wir einen guten Preis her? Hör mal. Irgendwelche Preisvorstellungen? Lass uns später weiter. Okay. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Was ist das für eine Glocke im Turm? Das ist eine Sturmglocke. Beim großen Orkensturm, als der alte Wendolin noch König war, wurde sie geläutet, um die Holzfäller der Umgebung vor den einbrechenden Horden zu warnen. Glaub mir, Junge, die holte jeden aus dem Schlaf, als sie noch zu gebrauchen war. Wollt ihr uns das Gespann nicht ab? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir, dann sage ich dir. Okay, wir müssen uns was überlegen. Tja. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht zu dem ohne gut. Und erneut komme ich nicht weiter. Und der Rabe? Ich hatte eine Idee. Nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Aha. Wir sind den Kreaturen des Sehers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt hoffentlich nicht. In unseren Händen. Hoffentlich nicht, was Modi sagt. Das Schicksal.
Was ist das denn? Das Schicksal? Der Wille der Götter. Das will man doch nicht hoffen. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Etwas, wonach uns die Götter streben lassen. Was ist deine Bestimmung? Jedenfalls kein verfluchter Unglücksbringer zu sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Fürchtest du nicht die Prophezeiung? Was ist, wenn sich das Unheil nicht vermeiden lässt? Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Das Ganze erinnert mich irgendwie ein bisschen an Sedgwick und hier die Geschichte hier von The Whispered World. Dem wurde auch die ganze Zeit die dunkle Vorhersage gesagt, irgendwie das ist, du wirst die Welt zugrunde richten und du wirst anders, du bist, das hat so ein bisschen an manchen Stellen, ist so ein bisschen Sedgwick und The Whispered World. Kleines bisschen. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger. Oh, die Frage-Antwort kommen mir bekannt vor. Das muss ja nichts heißen. Du warst bei der... Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Ich vor allem allen. Ja. Nuri glaubt, Modi erzählt zu viel von seinen Abenteuern. Wieso hat er so viel mit Feen zu tun? Da fragst du wirklich den Falschen. Na, passt schon. Will er sie auch zu einer bösen Fee machen? Vielleicht. Bin schon glücklich über jemanden, der mal im Chat aktiv ist. Erzähle mir mehr über... Das ist nichts Falsches. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt, die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Na, dann viel Erfolg. Ich schaue mich mal weiter um. Oh ja. Verzeihung. Genossen. Aussichtslos, meine Zwergenarbeit. Gegen Zwergenarbeit ist nichts zu machen. Sonderbare. Mit einem schnöden Glocken. Was können wir jetzt hier machen? Züge. Ah, sehr schön. Sonderbare Vor mit einem Sch. Jetzt können wir bestimmt. Als Kurbelstange viel zu dünn. Und dann vielleicht. Als Kurbel. Okay, wir brauchen eine Kurbelstange. Wo kriegen wir eine Kurbelstange her? Sonderbare mit einem Schnö. Sein Speer können wir uns nicht leihen. Das bringt nichts. Okay, können wir die Krumpelstange vielleicht. Keine Musik, davon hatte ich. Können wir das kombinieren? Können wir irgendwie. Das führt zu. Unwahrscheinlich. Ach was. Tja. Das führt zu. Das führt zu nichts. Kann man das überhaupt? Das Messer vielleicht. Was soll ich da? Eine Kurbelstange brauchen wir. Schellenstab haben wir schon versucht. Ist zu dünn. Passt genau. Ach, verarsch mich doch nicht. Haben wir doch gerade ausprobiert. War ich zumindest der Meinung, dass wir das ausprobiert hatten. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Ich habe zweimal den Stock getestet. Ja, sehr schön. Bevor die Schwarzpelze hier sind. Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg.
Dann mal den ersten Zwerg. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Ah, der Gram. Haus. Zu dem wollten wir. Was willst du, Geron aus Andergast? Okay, Herr Zwerg. Ausrüstung brauche ich. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Tja, guter Zwerg macht nichts umsonst. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Na, immerhin hab sein Fenster eingerissen und ihm Gold ins Gesicht geschmissen. Modi ist nicht gut zu Zwergen. Das merke ich mir, Modi. Wir spielen demnächst. Wir spielen am Freitag Pen and Paper gemeinsam. Das merke ich mir, dass du nicht gut zu Zwergen bist. Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter. Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja... Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Tja, also... Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Wir haben kein Geld. Der gute alte Adel, keine Sorge, den Kollegen wirst du nicht kennenlernen. Entweder geht's drauf, stirbt oder bringt sich um. Ja. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Dann das hatten wir schon. Ein Goldstück für die Ausrüstung. Ich lass dich wieder... Okay, wir müssen uns Zeug besorgen. Vielleicht eine Zinnflasche? Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Ah ja. Ein Messer. Kein guter Stahl. Für 3 Goldstücke gebe ich dir ein richtiges Messer. Nein, danke. Ein Trommelschläger. Willst du den eintauschen? Dieses Stück Holz? Ah, keine Antwort mehr. Decke. Was soll er damit? Weiß auch nicht. Ja gut. Nur noch was anderes. Also hier. Wir können vielleicht... Törichter Großling, einzig einem Zwerg aus der Urlinie Samoralms gebührt es, diese Glocke zu läuten. Ich kann mal den ein bisschen ärgern. Törichter Großling, einzig einem Zwerg aus der Urlinie Samoralms gebührt es, diese Glocke zu läuten. Wir haben kein Geld. Absolut kein Geld dabei. Zwerge verabscheuen Magie. Unwahrscheinlich. Tja, also... Zwerge verab...
Warum sollte ich? Nori musste... Tja, also... Ist schon zerbrochen. Ah, ist schon zerbrochen. Vielleicht könnte Nori... Nori musste nicht einmal zaubern. Aha. Vielleicht finden wir am Waren noch etwas, was wir gebrauchen können. Diese Puppen können wir nicht nehmen. Tja, sieht nicht so aus, als wäre hier was Brauchbares drin. Herr Ritter Zornbold, was ist los, Junge? Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Zum Nuri Ausrüstung. Okay. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch... Und damit wär's abgemacht? Nein, wir brauchen... Also, mein Angebot steht. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Tja, also... Hilfe für Nori. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Nicht schlimm. Ist doch auch schön hier. Was sind das für Bäume da? Wenn es dir gut geht, Mädchen, ist alles in Ordnung. Ein Drecksack, das schlechteste Pferdebild. Dann musst du eben wegsehen. 50 bis 60 Gold wert. Tja, knapp. Er nennt, und die Ironie des, der Geschichte, er nennt den Zwerg einen Knauser. Ja, gut. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns das die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Also... Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nori? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Ja. Wir versuchen es mal. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nori wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Ach. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da.